und herzlich willkommen zu Wir kauen uns den Kiefer ab. Heute mit diversen Five Gums Produkten. Genau, wurden uns alle gespendet von unserem Fan Janis. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Schick uns mal was Gescheites, du Spast. Nicht so ein Schrott. Nein, vielen, vielen Dank. Wir nehmen alles, wir machen für alles die Beine breit. Also ist völlig in Ordnung. Ja. Er hatte uns ja schon die Roxa Coconut Water zugesendet und diverses anderes Gedöns. Also da war einiges im Paket drin. Ja, zeig doch mal ein beispielhaft, ja. Also in die Kamera. Es sind 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück. Also wir werden jetzt nicht alle in die Kamera halten, zumal die letztendlich alle... Die sind alle gleich und das bunt rechts ist halt ein bisschen anders bunt. Ja. Aber bleibt bunt. Genau. Also, ne? Nimm doch mal, ja, React. Steht da irgendwas drauf vom Geschmack her? Nutrition Facts. Ja, nee, da vorne da steht Unique Fruit Flavor Experience. Unique. Aha. Also, ruf mal. Five Gums gibt es ja auch in Deutschland. Da gibt es allerdings nur fünf oder sechs oder so verschiedene Sorten. Aber die Werbung fand ich immer ziemlich geil. Gerade im Kino kommt die auch ziemlich gut. Das war noch die mit den kleinen Kugeln, wo sich der Typ da auf diesen Kugeln wälzt. Anyway. Ja. Nee. Und heißt Schluss, die, ich. Warum heißt die Five Gums? Es sind ja mehr wie fünf drin. Also es sind, warte mal. So 15. Doch, es sind fünf. Es sind drei Fünferstapel. Das ist ein bisschen sehr weit. 15 Gums, klingt auch scheiße. Ganz ehrlich, das ist mir viel zu weit. Ja gut. Sind die schwarz? Die Verpackung ist schwarz. Ja. Das ist nicht schlecht. Und die Kaugummi, der ist jetzt orange. Ja. Also wie gesagt, wir kauen mal wild drauf los. Der riecht schon so ein bisschen teeartig, so ein bisschen würzig. Aber frag mich jetzt nicht nach was. Ein schlechter aromatisierter Räubusch-Tee. Ja, sowas. Mach mir keine Unordnung. Ja, geschmeidig. Wir werden hier ein neues Feature einführen. Die Speed-Up-Cam. Hier Benny Hill-Musik denken. Also ich finde den Geschmack nicht schlecht. Aber ich kann ihn jetzt nicht umschreiben. Es ist halt süß und irgendwas. Und sauer. Leicht säuerlich auch. Leicht. Er wird vor allem immer säuerlicher, je länger du drauf rumkaust. Weil die Süße dann verschwindet. Und der Geschmack dann verschwindet. Und jetzt ist der Geschmack dann wieder weg. Toller Kaugummi. Was bleibt ist... Nix. Gar nichts. Neutral. Bucknapf. Next. Ja, nächster. React 2. Oder hoch 2. Hoch 2, whatever. Also der ist weg. Der ist weg. Hier hast du einen. Wieder schwarz. Das Ding ist schwarz. So explosivmäßig. Ja, so ein Nova ähnlich. Was ist das? Kaugummi! Hauch von Orange. Orangenschale. Naja, sogar künstliche. Noch. Ein bisschen was anderes noch mit dabei. Na. Komm jetzt nicht drauf. Jetzt schon wieder. Oh. Weg. Nee, bei mir ist noch, der wird hinten aus würzig. Der wird teig. Also wirklich so die, auch dieses Teearoma so ein bisschen. Das merke ich nicht, aber ich merke so eine Würze, auch so eine leichte Schärfe. Aber so eine, Mentholschärfe, also so eine, ne, so eine frische Schärfe. Ja, aber nicht wirklich Menthol, aber nee, also nicht aber wirklich das erinnert so, mich daran. Also wie dieses Duschgel, es gibt ja dieses Duschgel. Ja, aber ne? Es wird nicht, also es wird nicht kalt. Nee. Aber, ja. Und jetzt ist weg. Ja. Wobei der nochmal ein Ticken süßer war, ja. Vom Geschmack her. Aber auch wieder irgendwelche Fruchtmisch, whatever. Typisch Kaugummi. Was ich aber gerochen habe, war auch und auch jetzt einen Geschmack hatte, bisschen Orange, Zitrus, irgendwas. Bisschen, aber nicht, was ich sage, ey, Zitrone oder irgendwas. Ja, also leicht orangig, aber vor allem der Geschmack ist jetzt weg. Next! Und jetzt nochmal React 2. In Blau. Sugar Free. Oh Gott. Sugar Free, das ist der gleiche als Sugar Free, um Gottes Willen. Und da sind auch noch die meisten drin, das heißt, der ist bestimmt gut. Der ist auch. Der ist schwarz. Der ist so, als ob du ihn ewig so unter den Schultisch gebappt, dann drei Jahre lang kleben lassen und dann guckst du wieder raus an der Farbe. Das ist ein alter Autoreifen. Riech mal. Der riecht aber minzig. Der riecht sehr minzig. Minzig. Minze.
Stimmt, also der ist sehr weich, der ist fast schon Bubblegum weich. Also der erinnert mich an den Standard Wrigley's. Wie heißt der grüne halt? Spearmint. Spearmint, genau. Ja, es ist kein Double Mint. Das ist kein Double Mint, aber es ist der Spearmint. Und der hält auch vom Geschmack her länger. Mhm. Ja, nichts Besonderes, aber ist okay. Basic. Aber dafür, dass es sugarfree ist, merkst du nichts von. Kein Problem, wobei auch sonst, nur ein Kaugummi, ne? Auch sonst zuckerfreie Kaugummis habe ich eigentlich nie Probleme mit. Zuckerfreie Bonbons auch kaum. Also zumindest solche Drops. Also ja. Zum Beispiel Fisherman gibt es ja auch sugarfree, die sind top. Schmecken genau gleich. Das sind Bonbons. Mhm. Steht immer drauf, bei übermäßigem Verzehr können die abführen wirken. Du, nach dem ganzen Scheiß werden wir auch scheißen wie die Löcher. Ja, also essen da das auf, ja nicht. Ja, aber trotzdem tust du ja diese Weichmacher aufnehmen. Mhm. Und dann kannst du auf 10 Meter in die Flasche kacken, das ist kein Thema. Sprühwurst, Sprühwurst! Das Aroma da drin wird immer besser. Boah. Mal next! So, wir kommen zum nächsten. RPM. RPM CCT. A relaxing mint flavor. Natural and artificial flavors. Yay. Mach auf die Kacke. Ja, wo ging das auf? Man nehme Lasche und ziehe. Ich sehe die Lasche, da ist sie. Da musst du erst den Lippen durch die Lasche. Ja, ich habe sie nicht gesehen. Die hat sie versteckt. Der kleine Hohn. Ja. Sieht jetzt auch wieder ähnlich aus wie die alte Sugar-Free. Nur ist es so gekräuselt. Und das da ist mehr so wie so eine. Gibt es ja diese Elektrokugeln. Alter, das riecht jetzt schon wie das. Die sind noch nicht mal ausgepackt. Wie das. Ja, Wigblau. Aber sowas von Wigblau, mhm. Bitteschön, ist auch blau. Also zumindest die Verpackung. Und das ist strahlend weiß. So richtig schön, so wie Richard Hammonds Zähne. I not have my teeth brightened. Und die sind auch genau wie die weißen. Das sind dann Double Mint. Ja. Die sind schon sehr münzig, haben aber noch eine leichte Süße und keine Würze hinten. Ja, genau. Haben aber trotz des Geruchs nicht diese Schärfe, also Schärfe, von Wigblau von Schärfe zu reden, natürlich weit aus dem Fenster gelehnt, aber. Ja, du aber weißt, du merkst dieses Argmentholartige, diesen Effekt, dass du sowas. Und dass es so leicht in der Nase brennt. Und die Nebenhöhlen frei zieht, ja. Hast du hier nicht? Nee. Bei Airwaves ist es ganz krass. Ja, die sind geil. Aber ich muss sagen, ich kau eigentlich gar kein Kaugummi mehr. Ich bin echt nur noch, wenn ich mir was reinwerfe, dann Tic-Tac oder Fisherman's Friend. Mhm. Fisherman geht geil. Ich bin auch noch nie ein Fan von Kaugummis gewesen. Nicht weil mir der Geschmack nicht, aber ich fand es einfach doof, die ganze Zeit. So wie jetzt meinst. Es wäre mir viel zu doof gewesen. Ich habe auch die anderen Raucher immer in der Schule nicht verstanden. So, ich habe jetzt geraucht, schiebe ich erstmal Kaugummi rein. Na und, du stinkst nach dem Kaugummi, kaut immer noch nach Rauch. Das soll einen Unterschied machen. Ja, genau, auch die Klamotten und so weiter. Naja. Damit es der Lehrer nicht so merkt. Als ob das den interessiert in irgendeiner Form. Erstens das. Und zweitens, als ob man das nicht merken würde. Der müsste einfach nur so... Es interessiert keine Sau. Ja und, ist doch sein Problem. An dem ist jetzt wesentlich länger Geschmack dran, finde ich. Ja, war ja auch bei dem Sugarfree genauso. Mhm. Der hat ja auch lange gehalten gehabt. Minz ist wohl der Geschmack, der am einfachsten in den Kaugummi richtig wobei rein. Jetzt auch verschwindet bei mir. Ja, aber er geht wenigstens richtig in den Kaugummi rein. Also ja, ist bei den anderen, glaube ich, sind die nur oberflächlich. Mhm. Ja. Ja, wahrscheinlich ist es nicht der Geschmack, aber die Frische. Ja. Next! Es wird lustig. Das müssen wir nachher mal zu einem großen Bollen kneten. Dann ein weiterer RPM. Steht mir nichts drauf. Rounds per Minute quasi. Und daneben auch so ein... Das klassische Stereo-Zeichen. Ja. Eine Hälfte rot und eine Hälfte silbern. Die sind jetzt gelb-grün, Auswurfgelb. Das riecht auch so leicht zitronig, aber nicht so ganz. riecht leicht zitronig, aber nicht so ganz. Ja, es ist... Ja, es klang nur lustig. Also, es geht irgendwo in die Richtung, aber es ist nicht wirklich Zitrone. Ist er auch gelblich? Ja, der ist... Wow, der ist ja schon ordentlich... Ah, wenn man aufmacht, ist der schon... Der riecht voll nach... Der riecht so nach Zitronen-Shisha-Tabak. Der hat sowas Melassiges. Ja. Ist aber schon deutlich sauer. Zitrusmix, saurer Abgang.
Der wäre für mich zu unangenehm. Ich habe nichts gegen sauer, aber wenn ich eine Weile auf den Kaugummi rumkaufe, finde ich es unangenehm. Mhm. Du catchst aus dem Ding eigentlich nur die Säure raus. Mhm. Die Säure lässt relativ schnell nach. Und danach bleibt eigentlich nur noch Kaugummi und seine leichte Süße. Na, sonst nichts Besonderes. Jetzt ist weg und sobald die Säure auch draußen ist, wird er hart. Richtig. Der war vorher punkterweich und jetzt schon so richtig. Nee, der ist nix. So, weg damit. Und so, den nächsten. Smurf. What the Smurf? Das ist ohne Smurf. Das ist auch unten leicht blau zum grün werden. Das heißt, du hast unten den Schlumpf, dann hast du ihn zermatscht, wird rot-grün. Oder sowas. Das sieht so aus, als ob es schon mindestens dreimal mitgewaschen wurde in der Jeans. Das riecht wie die Rockstar Orangeade. Ja. Meine Rübsbrühe ist so. Kaugummi sind ja dafür bekannt. Aber hallo. Ist auch wie der von gerade. Sehr säuerlich, aber eher in die Richtung Orange. Aber nicht ganz so säuerlich. Also auch, ja, auch säuerlich, aber nicht so säuerlich. Orange. Und weg. Bei mir ist noch, aber ich habe später angefangen. Wird auch gleich hart. Also das war jetzt der Schnellspritzer von den ganzen, ey. Aber, also ganz ehrlich, wenn der Geschmack nicht so schnell raus wäre, finde ich den bisher am besten. Echt? Mit dem Minz, aber die Minz sind halt nichts Besonderes, deswegen. Ja, der ist nicht schlecht. Aber jetzt ist er auch hart. Ja, das war, der wird richtig besonders hart. Also wir reden hier von richtig hart. Also fast schon so Mentos-artig. Mentos sind sogar noch weich dagegen. Schon. Naja. Next. Vortex. Cooles Design mit dem Grün und Rot. Gefällt mir. Ja, Vortex ist ja wie so eine Art Portal, ne? Ja. Oh, da ist auch schon dementsprechend leer. Also kann er nicht so verkehrt sein. Ja. Oh Gott. Grüntee. Ja, er gibt auch Farbe ab. Cool. Dann muss der ja gut sein. Grüntee. Apfel. Ja. Ja, Kiwi. Sowas in Richtung. Irgendwie sowas. Irgendwas, was grün ist. Mann, ist der grün. Mann, ist der weich. Mhm. Mann, ist der eklig. Okay. Der ist extrem sauer. Leicht, ganz minimal minzig. Das ist wie wenn ich in eine rohe Pflanze reinpresse. Ein komisches Bitter mit dabei. Habe ich bisher noch nicht, das Bitter. Aber gut finde ich ihn auch nicht. Jetzt kommt noch so eine Minze nach. Ja, habe ich ja gesagt. Und hart. Und weg. Das ist super eklig. Nie wieder. Sind die deutschen Five Grams auch so, dass die so gleich hart werden? Mal weg. Nee, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Da habe ich erst das Gefühl, die halten länger. Vielleicht darf man in Deutschland mehr Weichwacher reinknallen. Beta. Das heißt, nach der Alpha-Version. Das heißt, der ist noch nicht fertig. Richtig. Hibiskus, Rose, Hagebutte. Irgendwie sowas. Ja, Hibiskus. Ja. Ja. Nicht ganz so süß. Wieder Säure. Leichte Minze, aber auch Hauch. So, jetzt wird immer säuerlicher. Geht auch so ein bisschen in die Richtung schwarze Johannisbeere, oder? Ja. Das oder auch rote Johannisbeere, aber so säuerlich. Ja. Aber geschmacklich bleibt hauptsächlich bei Hagebutte nicht. Zwischen Hagebutte und Hibiskus. Mhm. Ist okay, ist mal was anderes. Gerade für den Kaugummi. Ja, also den finde ich jetzt auch nicht schlecht. Aber das ist das gleiche Problem wie bisher alle anderen auch. Ja, am Anfang. Das ist wie Pringles. Sobald du einmal die oberste Schicht Geschmack runtergelutscht ist, hast du nur noch so einen Brei. Ja. Das ist, hier fängt der Geschmack an. Und bei der Weichheit genau umgekehrt. Hier weich und oben hart.
Endlich kriege ich Kopfschmerzen von mir in Kauen. Naja, next! Haben wir ja nur noch drei vor uns. Die Turbulenz hier. A mouth-watering watermelon. Habe ich auch verstanden. Mhm. Also Wassermelone, du Schlampe. Ja. Wassermelone, da denke ich mir auch, was hat ein Wassermelone überhaupt für einen Geschmack? Weil eigentlich hat Wassermelone keinen Geschmack. Es ist halt süß, süß und wässrig. Und Kern. Ja. Und ich hab es riecht erstaunlicherweise nach Wassermelone. Im Leben nicht. Das war auch Ironie. Gar nicht. Null. Nee. Schmeckt auch voll nach Wassermelone. Ah. Ja, es schmeckt so, wie Amis sich künftige Wassermelone vorstellen würden. Aber, lustigerweise, es zieht Speichel. Das tut Kauen immer. Ja, aber hier habe ich das Gefühl, es ist mehr. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber bisher, geschmacklich der Schwächste. Weil die anderen, auch wenn ich es eventuell nicht mochte, hatten die wenigstens einen Geschmack. Und das ist... Ja, vergesslich. Mhm. Aber vom Geschmackpegel her hält er sich am längsten mit. Wo nichts ist, kann auch nichts weg sein. Er hat ja was. Er ist nichts Besonderes und er hat auch keinen bestimmten Geschmack. Aber er hat ja einen Geschmack. Aber extrem schwach. Aber der hält sich. Und tschüss. And it's gone. Next. Wir haben einen, der nennt sich Cyrus. Oder Cyrus. Oder whatever. Also C-I-R-R-U-S. Was ist das da drunter? Sieht aus wie eine schräg gehaltene hier Galaxie. Oder ein Kugelschreiber. Oder ein Tittenfisch. Tittenfisch. Wenn er platt gefahren wurde. Jörg! Auch ein Tintenfisch kann Jörg sagen. Lila-blau. Holunder. So ein bisschen. Tintenkiller. Nee. Ein bisschen schon. Also der klassische Pelikan-Tintenkiller. So ein bisschen Holunder. Ein bisschen. Also Beere. Ein bisschen sogar Himbeer. Ein bisschen Himbeer. Kunsthimbeer. Ja. Hallo Geschmack. Gell? Ja, wo ist er denn? Jetzt ein bisschen säuerlich. Aber sonst. Nix. Ganz, ganz leicht säuerlich, aber so ein wirklicher Geschmack, so wo ich sage, ja, das ist die Frucht oder das ist das, was auch immer. Nö. Aber trotzdem irgendwie interessant deswegen. Mhm. Weil es ist schon irgendwo was da. Mhm. Jetzt kommt was Erdbeeriges. Zerdrück den mal so ein bisschen auf der Zunge. Da kommt was Erdbeeriges. Mhm. Aber auch wieder Himbeer. Erdbeer-Himbeer, ja. Leicht mentholiger Abgang, interessanterweise. Mhm. Ja, der ist interessant. Trotz, dass er anfänglich nach nichts geschmeckt hat. Gut. Ich finde das mit am faszinierendsten von all dem. Ja, doch. Lustig. Und weg. Mhm. Ja. Boah. Einen noch, dann haben wir die Scheiße endlich durch. Ich krieg schon Kopfschmerzen vom Kauen. Sing. Besing. Nein, ja. Nicht Besinger, aber einfach nur sing. Mit rosa Bläschen oder Kaugummi-Kometen, ja. Oder Kaugummi-Kometen. Ja, da ist auch, guck mal, da ist auch so ein Planetarsystem. Ah, nee, auch nicht. Nee, das ist das Gleiche, nur kommt zu hinten. In Schwul. Rosa. Blüte. Irgendwie sowas. Oh. Ja, es riecht nach dem Atari Energy Drink. Hm. So blumig.
Oh, der ist jetzt hart. Ich glaube aber, der ist einfach nur alt. Kann sein. Mhm, der ist alt. Mhm. Oh, bis zum 11. Juni 11 zu verbrauchen. Nee, Best Buy. Naja. Amerikanische Kunstkirsche. Dr. Pepper, Cherry Vanilla oder wie auch immer. Oder? Würdest du auch sagen? Also auf jeden Fall nichts Gutes. Der ekelt. Habe ich doch gesagt. Habe ich was anderes gesagt? Ich habe es nur in anderen Worten formuliert. Gib mir her. Ja, mach mal was anderes. Oh, das Gefühl ist geil. Ja, ist auf jeden Fall, also war jetzt auf jeden Fall mal was anderes. War auch mal eine interessante Folge, aber ich glaube, als, so als Video zum Zugucken, lass doch das. Mmh. Autobahnunfall auf der 8. Jetzt in vielen Farben. Ja. Ja, nee. Sehr zur Nachmachung empfohlen, wie immer. Übt mal, also trainiert mal ein bisschen eure Kaumuskulatur. Macht das mal. Am besten mit 15 solchen verschiedenen. Und wie viel waren es doch? 5? 11. 11. Ach nee, das war ja 3x5 genommen. Ja, in diesem Mahlzeit.